Hi Leute, Servus. Also mal ein kleines Update meinerseits. Also zwei Akkublocks sind jetzt auch wieder am Start. Sonne ist ja doch relativ gut da und musste auch mehr oder weniger feststellen, dass immer noch ein Problem mit dem Powerstream EcoFlow immer noch vorhanden ist. Dadurch, dass ich, sage ich mal, auch die Delta 2 Max nutze zum Laden. Also da sind auch Solarzellen mit angeschlossen und sowie auch über den Powerstream selbst konnte ich da feststellen, dass immer noch das Problem besteht, wenn die Batterie leer war, dass das WLAN beziehungsweise wenn es dann wieder Sonne gibt, dass die Delta 2 Max offline ist sozusagen, das WLAN gar nicht aktiviert wird, wenn die sich anschaltet. Wird geladen, aber wird nicht letztendlich angezeigt, dass man das jetzt über die App überwachen könnte, wie viel da jetzt gerade reinkommt oder wie viel die überhaupt aufgesaugt hat. Aber das Problem besteht immer noch. Warum? Keine Ahnung. Ja, also ist ein bisschen ärgerlich, weil ich musste, um dass das WLAN dann wieder angeht, die Delta 2 Max ausschalten. Und das ging aber auch letztendlich nur, wenn ich hinten die Solareingänge an der Delta 2 Max auch abgeklemmt habe und da PV1, PV2 und auch den Powerstream quasi den Solar entzogen habe. Dann ging das auch mit dem Neustart. Aber irgendwie ist das immer noch sehr verwunderlich, warum die das immer noch nicht hinbekommen haben, nach so vielen Monaten oder ist ja jetzt fast ein Jahr her. Ja, seitdem das System ja draußen ist und Updates kamen ja auch mal zwischendurch, mal ein paar. Also es ist echt schade, weil musste jetzt auch wieder alles ein bisschen rausrücken und dann die Solarpanels dann wieder abklemmen und dann quasi Neustart machen und jetzt wird das dann letztendlich auch wieder angezeigt, was da los ist. Und ja, ansonsten, gut, System läuft soweit ganz gut, dank dem Einspeisescript. Was ich auch in den vorigen Videos letztes Jahr auch schon gepostet habe, ja, da ist das ja sehr effektiv. Steckdosenplugs habe ich keine mehr gebraucht, ja, also die hatte ich ja damals verkauft, die 10 Stück, und bin auch soweit zufrieden, wie das System läuft. Nur wie gesagt, mit den ganzen Neustarten, PV1, PV2 abklemmen, Powerstream abklemmen, also da muss auf jeden Fall EcoFlow nochmal nachbessern. Es ging ja mit der Backup Reserve, konnte man das ja quasi unterbinden, dass das passiert. Aber ich habe eine Steckdose und da wird jetzt eingespeist und ich will ja keine Verlängerungssteckdose nehmen, die dann dem mehr oder weniger sagt, okay, jetzt ist zu wenig Saft drin, halt mir 5% und lad dann eben nach. Und einspeisen 600 Watt habe ich auch keine Lust über eine Steckerleiste. Ja. Deswegen habe ich jetzt keine Möglichkeit, Backup Reserve jetzt letztendlich wieder zu machen. Aber ich habe das jetzt anders gelöst. Ich habe einfach in dem Script, was ich jetzt benutze, vielleicht geht es auch so, aber dadurch, dass ich das Script benutze, habe ich es so eingestellt, dass ich gesagt habe, ab 10% bitte nichts mehr einspeisen. Und das müsste aber auch in der Automation von EcoFlow selbst so gehen. Dann ist es dann auch kein Problem. Dann bleibt die einfach an über die Nacht. Ja, und ich sag mal, bis 10% oder 5% dann abgenudelt sind, das dauert ja dann auch, weil ja eben keine Abnehmer sind oder das auch nicht mehr oder weniger einspeisen tut, das System. Also, wie gesagt, leider Gottes immer noch das Problem, dass die Delta 2 Max rumspackt, wenn sie leer ist und voll bestückt ist. Ja. Also, keine Ahnung, will nicht so wirklich so funktionieren. Ich hoffe, die bessern dann nochmal nach. Ansonsten, ja, es läuft soweit ganz gut alles. Kann nichts Negatives berichten. Momentan sind bei mir 800 Watt an der Powerstream angesteckt, die Richtung Süden geneigt sind, normale Sommerausrichtung. Dann habe ich nochmal 600 Watt von EcoFlow Panels, habe ich quasi an der Delta 2 Max hängen. Plus nochmal zu circa 300 Watt habe ich nochmal an der Max hängen, die nur für die Ostseite sind. Und somit habe ich dann doch genügend Power, um die Power Station, wenn die Sonne da ist, innerhalb von, sage ich mal, gute 2,5 Stunden, 4 Kilowattstunden voll zu bekommen. Also soweit läuft ganz gut. Komme auch damit komplett über den Tag, logischerweise. Bei 4 Kilowattstunden, ich bin ja berufstätig und bin ja zu Zeiten zu Hause und nutze letztendlich den Strom jetzt fürs Kochen und alles.
erst ab 16 Uhr. Ja, das heißt also, tiefenentspannt wird die Grundlaste mit 130 Watt. Gut, wenn die Heizungspumpe jetzt läuft, ist ja momentan noch so, dass man die braucht. Ist ja nicht so warm. Und da merkst du schon, dass schon etwas mehr Watt benötigt wird. Manchmal 170 Watt Grundlast. Aber im Grunde ist das gar kein Problem mehr. Also bei 4 Kilowattstunden, wem das nicht reicht, also wir haben einen Fernseher an 60 Zoll, der verbraucht 80 Watt. Da kannst du nichts sagen. Und soweit ist alles in Ordnung. Also die Nacht komme ich locker drüber. Also nur mal so ein kleines Fazit. Ja, also System läuft, bis auf eben, dass jetzt hier dieses mit dem vollbestückten Laden man da wirklich letztendlich schon wieder alles abstecken müsste, ja. Weil ich mache das ja auch über eine Automatisierung, über Home Assistant. Ja, gut, ist jetzt ein bisschen nerdy, aber da lasse ich eben die Sachen ein bisschen mit laufen und tracken, ja. Und ja, das klappt eben nicht so 100%. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Ja, bin auch gerade von der Arbeit gekommen. Und ja, genießt es. Morgen, zumindest im Raum Frankfurt, da wird es knackig. Die Sonne 9 Stunden. Ne? Also in dem Sinne, bis dann. Ciao.